Heute, was geht ab, Leute, hier? Heute mit dem Video über Maps und Gen 4. Gen 4 ist ja theoretisch, kommt drauf an, was die Zukunft bringt, aber theoretisch die erste Gen komplett ohne Map. Wobei, die Straßen munkeln, ihr wisst, die Straßen munkeln immer. Es wird gemunkelt, dass da was kommt. Ich halte euch auf dem Laufenden natürlich, diesbezüglich, aber ich muss mich da selber noch informieren. Ich weiß, da, ich habe selber nur Gemunkel gehört. Muss mich da mal schlau machen, aber möglicherweise, ja, ich will's ja nicht sagen, weil dann löst das vielleicht so ein Hype aus, aber mehr zu Maps demnächst, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber Gen 4, die erste Gen, jetzt erstmal komplett ohne Maps. Ich habe ein Video gestern hochgeladen bezüglich Spawns. Das ist natürlich auch interessant, weil dadurch, dass es halt krassere Spawns gibt und mehr Spawns, Maps natürlich auch ein bisschen unwichtiger geworden sind. Also Maps sind seit, keine Ahnung, 6, 7, vielleicht sogar 8 Monaten schon tot. Man verliert so das Gefühl, das Zeitgefühl dafür. Ihr wisst ja, wenn etwas einem sehr viel bedeutet und man das da verliert, dann ist es nie mehr so wie früher. Nee, Spaß, man hat sich dann gewöhnt. Also man gewöhnt sich an das Leben ohne Map. Wie gesagt, Spawn zum Beispiel krass erhöht, auch krasser gespawnt. Maps damals natürlich eine gute Hilfe, um Nest abzuchecken. Aber wie gesagt, jetzt, man kann einmal durchlaufen durch ein Nest und das war's. Man wird so zugespammt mit Spawns, braucht man eigentlich gar nicht mehr. Und allgemein, ich persönlich zum Beispiel habe Maps sehr selten genutzt, beinahe nie für Nester. Weil, ja, keine Ahnung, war halt schon umständlich immer rüberwechseln, also damals natürlich nur ein Handy, rüberwechseln und dann auf die Map schauen. Und wenn man auf die Map schaut, dann hat sich das Spiel bei mir zum Beispiel hinten immer geschlossen, dann wieder neu starten. Und ja, an sich waren die eh immer nur an derselben Stelle, also wenn man da einmal die Runde dreht, egal ob mit Map oder ohne, hat man eigentlich immer genug gemacht. Natürlich gab es da Leute, die gezielt mit Map immer von einem zu dem anderen gegangen sind. Haben sich halt dann ein bisschen Zeit gespart oder mehr Bonbons gemacht in der Zeit, aber mir ist ja relativ egal, ich habe ja nebenbei noch gefilmt und so, also das kostet ja auch seine Zeit. Ich bin jetzt nicht immer für volle Effektivität in ein Nest gegangen, aber mit der Map natürlich kann man das volle Potenzial eines Nestes ausschöpfen. Dementsprechend spielt das jetzt für Gen 4 eigentlich kein Faktor, man kriegt die Sachen so schnell zusammen. Weiteres Beispiel ist zum Beispiel, damals konnte man wilde Sachen fangen, Endentwicklungen, und das gibt es ja seit Gen 3 nicht mehr, man kann nur noch maximal die zweite Stufe fangen, aber so. Aber zum Beispiel von den Startern, die letzte Entwicklung, die letzte Stufe kann man nicht wild fangen. Auch da spielt dann ein Map keine Rolle mehr, ob sie da ist oder nicht. Weil wenn es die letzte Stufe eh nicht gibt, was gibt es da schon so Geiles zu fangen? An sich eigentlich gar nichts. Dann ein weiterer Punkt ist halt der Spielspaß. Manche argumentieren dann immer, ja, mit Maps, man kann so schnell die Sachen fangen und dann hat man keinen Spaß mehr. Aber wir sehen ja, die Spawns sind so krass. Leute fangen das an einem Tag, egal ob mit Map oder ohne. Also dieser Spielspaß. Naja, vergesst das, darauf will ich gar nicht angehen, weil ihr wisst ja, ich habe Maps gefeiert. Maps haben sehr viel Spaß gemacht. Und es ging nicht darum, was wir gefangen haben, das sage ich sehr oft. Ja klar, 100er sind geil. Und das ist ein ganz anderer Faktor. Man will halt sammeln und dann hat man halt 100er gesammelt. Jetzt, das wurde abgelöst durch zum Beispiel Glücks-Pokémon. Glücks-Pokémon sammeln und so. Also was wir gefangen haben, ist eigentlich relativ egal. Ihr kennt ja Leute, die sammeln Minis, Level 1 Pokémon oder so. Also jeder, wie er will. Ich kenne eine Freundin, die sammelt WPs, also sie hat zum Beispiel WP 11, 22, 33 und so weiter, 111, 222, 333. Also jeder kann da sammeln, was er will. Mit der Map hat man halt 100er gesammelt. Und ja, 100er haben halt auch einen Zweck. 100er sind halt auch krass, aber wie gesagt, das ist eigentlich vollkommen egal. Aber was geil war, war halt die Jagd. Der Weg dahin. Dieses Adrenalin, der Rausch. Man muss jetzt alles stehen und liegen lassen. Man muss schauen, wie man da hinkommt. Schafft man es? Der Kampf gegen die Zeit und dann durch Wälder, durch Berge, okay, nicht durch Berge, auf Berge, auf die andere Seite der Stadt, gegen die Zeit einfach, über Flüsse, springen sogar, durch den Wald laufen, mitten in der Nacht, ihr wisst schon was, über Zäune, über Mauern, also der ganze Aspekt, der fehlt mir halt, die Action einfach. Wie gesagt, das, was man am Ende fängt, ja, das ist einfach zweitrangig. Jetzt kommen wir zu der Sache, Gen 4, erste Gen, komplett ohne Maps, das heißt auch ohne IV-Maps, das heißt, man muss seine, und das ist jetzt eigentlich nicht neu, man hat eigentlich auch schon seit Gen 3 draußen ist, seine Anforderungen runterschrauben müssen. Für mich zum Beispiel heißt es jetzt nicht, wie bei Gen 1 und Gen 2, nur 100er pushen, weil da habe ich ja eigentlich komplett beinahe alles. Bei Gen 3 hat es schon angefangen, da habe ich mir erstens nicht mehr alles geholt, weil zeittechnisch und lusttechnisch hatte ich keinen Bock. Und dann ist natürlich die Map ausgefallen, und ja, seitdem fehlen mir viele Sachen da. Also der 100er waren, die 100er Jagd ist schon lange tot. Deswegen ist Gen 4 jetzt sehr interessant, was das Pushen anbelangt.
muss mir überlegen, was ich pushe. Zum Beispiel habe ich gestern einen 96er Glücks Chillast durchentwickelt und ja, der wird wahrscheinlich gemaxt. Die Chance auf einen 100er oder 98er ist sehr gering, vor allem bei meinem Glück. Und ich denke, für Gen 4 werden meine Anforderungen auch weiter sinken. Und werde da sicher auch einen 93er und sogar 91er maxen. Werde wahrscheinlich hauptsächlich Glücks-Pokémon maxen, weil es einfach meine Staubausgaben mindert. Und ich will ja irgendwann alles maxen, also werde ich wahrscheinlich damit zufrieden sein, irgendein Glücks-Pokémon auf Max zu pushen. Ja, das ist so meine Meinung. An sich ändert sich eigentlich nicht viel. Abgesehen davon, dass man jetzt ein bisschen weniger Action im Leben hat. Was mir natürlich fehlt, aber... Und man muss halt jetzt aufpassen, was man pusht. Man hat nicht mehr den Luxus, nur 100er zu pushen. Was an sich aber, wie jeder weiß, die paar IVs eigentlich keinen großen Unterschied machen. Es ging darum, dass die Leute das halt gesammelt haben. Aber ich habe jetzt eine neue Aufgabe, 100er, nicht 100er. Die Aufgabe ist tot, Glücks-Pokémon zu sammeln. Also es ging echt komplett, meiner Meinung nach, um den Spaß, den Weg dahin und um die Sammlung. Dass es halt 100er waren, war halt Nebensache, weil wen juckt's, ob ich einen 100er Radikal oder so habe. Ja, mal schauen, wie wir das mit Gen 4 machen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Man kann den alten Sachen nicht hinterher trauern. Man muss sich immer anpassen. Wenn Maps da sind, klar, direkt würde ich damit zocken. Wenn Maps nicht da sind, was soll man halt machen? Dann zockt man halt ohne Maps. Das hat halt einen Spielaspekt hinzugefügt. Und genauso wie mit dem alten Arena-System, das ist ja auch weg, fehlt jetzt einfach ein Spielaspekt. Man muss sich halt jetzt dann auf andere Spielaspekte fokussieren. Und ja, irgendwann gibt es wahrscheinlich keine Spielaspekte mehr außer Raiden. Weil so läuft das Spiel momentan. Das ist ein Raid-Spiel, was natürlich sehr traurig ist, aber... Aber solange wir das immer noch zocken und fleißig Raid-Pässe für Niantic kaufen, wird sich daran auf jeden Fall nichts ändern. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Solange wir noch Spaß haben, können wir ja so weitermachen. Aber das war's von mir. Wir liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Anime's ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.